So, dann wären wir hier angekommen. Ist Mercurio wieder da? Ah, mal vielleicht auf dem Rückweg. Bisschen was kann ja nicht schaden. Ah, ich hätte vielleicht vorher... Na gut, wir haben ja vorher gespeichert. Stimmt, die hier in der Ecke ist nicht weit genug weg, dass man es nicht sieht, wenn ich den angehe. Aber gut, legen wir los. Ab nach unten. Und dann aber auf die Elizabeth Dane. Wen werde ich gleich sehen? Oder meinst du den Bug, dass man nicht auf die Elizabeth Dane kommt? Ah, genau, okay. Der Mercurio, alles klar. Danke. Hey, you, hey, what can I say? You preserve my ass. I truly appreciate you not saying anything, and I want you to know I take care of those who do me favors. So from now on, you need equipment, info, you come see me at my apartment. Don't hesitate. Wie geht es deinen geflügelten Füßen, Merkur? I tell you, that blood you guys got's an amazing thing. Help close up a few wounds. This back alley patch fixed up the rest. I needed that beating. Good reminder not to overestimate my ability. Last time it's gonna happen. Ich brauche ein paar ungezogene kleine Spielzeuge. So, können halt Munition kaufen. Leider hast du noch keine Klamotten. Ich weiß gar nicht, kriegen wir bei ihm auch Klamotten? Na gut, die Dinger sind eh unverkäuflich. Das sollte dann aber mal passen. Okay. Hi. Wie war eure dünnblütige Wiedervereinigung? This life's been hard on him, both of us, but he forgives me. We're leaving soon. I have some family with a place out in the middle of nowhere in Oregon. It should be okay for us to stay out there, as long as we're together. Glück mit den Buchstaben und der Blume. Auf Wiedersehen, Lily. Evening. Das Blut tränkt rot die Promenaden. Warum? Murder. No. I wasn't here when it happened. Ich bin nicht mehr hier. I don't know what I'm saying. Forget what I say. Frag mir mein Schicksal. Then ask again. Nichts Neues? Amen. Auch du hast nichts Neues mehr. Okay. Na dann. Ab geht's. Ah. War es das etwa? Na ne. Muss man einfach drauf springen. Yo. Oh, for Christ's sakes. Tell Jacobson if he plans on making editor-in-chief, he's gotta start working with me. I can't keep getting him these scoops if he's gonna send high school journalists who don't know enough to wear something that would blend in. Kleidet nicht mein Wahnsinn mich ebenso gut für dieses grausame Geisterschiff? Hey, you're not from Jacobson! Stop right there! Okay.
Das hat dann nicht so gut funktioniert. Hm? Irgendwie bin ich auch... Na gut, ich glaube, ich hatte mich jedes Mal mit dem noch ein bisschen verständigen können. Aber gut, schleichen wir uns halt durch. Das sollte ja dann auch gehen. Tür. Danke. Ich glaube, manchmal hängen die Türen auch so ein bisschen. Das ist auch schon das zweite oder dritte Mal. Ach, warte mal. Ich glaube, die Elizabeth Dane war gar nicht so lange. Ich verwechsel jedes Mal mit dem Krankenhaus später. Stufe 6, na gut, da kann ich leider nichts machen. Half-Life Engine Bug, ja. Also sind wir, glaube ich, einfach nur auf der anderen Seite von der... Jo. So, der steht da leider etwas ungünstig. Ja, kann ich mir vorstellen. Wollte ich auch mal noch irgendwann machen. Also, genau, also ist einer der wenigen Teile, die ich noch nicht jetzt auf dem YouTube-Kanal habe. Der erste Teil, ich glaube, ich habe die auch ziemlich durcheinander gespielt. Aber die bauen ja eh chronologisch nicht aufeinander auf. Zumindest kaum. Ich glaube, um an den Rechner zu kommen, müsste ich den umlegen. Das möchte ich gerne vermeiden. Ah genau, und ich kann jetzt weglocken. Wo will ich denn hin? Darüber, glaube ich. Das hat super funktioniert. So, dann nochmal auf ein neues. Genau, schaut erst mal an. Da kommt Besuch. Who's there? Knapp, aber es hat funktioniert. Wie gesagt, für alle Notfälle habe ich ja noch die Verdunklung. Alter Finn. Wieso kommt denn da auf einmal ein Typ um die Ecke?
Ich bin nicht da. Ich meine, noch habe ich ja genug Blut. Aber echt relativ einfach mit dieser Verdunklung, also gerade hier. Oh, da ist noch ein Zettel. Da haben wir den Polizeibericht. Main etwas. Da ist der Sarkophag. Was bringt mir es denn hier oben rumzurennen? Auf den runterhüpfen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay. Ich bin beeindruckt. So, das war das. Was war denn sonst noch? Das Frachtregister brauchen wir noch, okay. Was war das denn nochmal? Okay, da kann ich mich nicht dran vorbeiquetschen. In Ordnung. Dann versuchen wir das irgendwie anders. Haben wir gesagt, für alle Notfälle haben wir die Verdunklung noch. Das ist ja echt praktisch. Du bewegst dich aber auch nicht so großartig, ne? Hier noch irgendwas Tolles? Nö. Und die Möglichkeit, wieder auf den Container hier hochzuklettern. Aber wir könnten jetzt darüber. Ich muss mehr speichern. Alles klar. Jupp, dann mach's gut, Wollinchen. Danke fürs Reinschauen. Und schlaf gut. Dann müssen wir doch an den Rechner und da kriegen wir dann das Frachtregister.
Das kann halt auch sein. Gut, also wie gesagt, das da oben bringt mir nichts. Ich hoffe, dass es hier der Polizist nicht wieder um die Ecke kommt. Speichern. Ja, dann sollte das ja einigermaßen passen. Du bist alarmiert und der Eingang oder der Durchgang ist hier ziemlich eng. Na, ihr drei? Wie geht's euch? So, dann ich speichere mal gerade ab, gucke, ob auf dem Rechner irgendwas Interessantes ist. Wir können die Musik anmachen. Vielleicht lenke ich das lang genug ab, dass wir da ran können. Oder halt so. Nee, irgendwie muss es möglich sein, das hier wirklich zu schaffen, ohne jemanden umzulegen. Ist nicht auf dem PC, okay. Ja, danke. Dann hatte ich es doch noch richtig in Erinnerung. Record Room, sehr wahrscheinlich da drin. Losknacken 6. Ich habe wahrscheinlich... Na, 3. Okay, das heißt, ich kann auch mit Blutmacht nichts machen. Wie kriege ich denn diese Tür auf? Ja, wahrscheinlich sind die das gewohnt. Wahrscheinlich haben die hier sehr viele Windstöße. Irgendwo müsste ja noch ein Schlüssel oder was ähnliches sein. Bei den Containern ist das einer, okay. Hier ist eh nur was los. Dann schauen wir mal. Dann muss ich wohl doch wieder nach oben klettern. Na, wie alarmiert seid ihr denn? Gar nicht mal so, wie es scheint. Okay, du bist hier oben irgendwas am Bewachen. Sollte aber auch eigentlich gut sichtbar sein, der Schlüssel. Weil sonst wurde mir auch alles Wichtige schon angezeigt. Du stehst immer noch darum. Ich glaube, einen könnte ich auch mal anknabbern, dass ich wieder ein bisschen mehr Blut kriege. Ich
Hier war nichts. Wobei, wo die Kransteuerung ist. Ah, da. Okay, danke. Den Sprung kriege ich aber nicht hin, ohne dass mich jemand sieht, oder? Ja, ich guck mal gerade, wo der Schlüssel ist. Da, okay. Dann guck ich mal, wie ich hier hochkomme. Hier wahrscheinlich. Ich könnte da hinten rüber, okay. Stimmt, das sollte funktionieren. Deswegen steht ihr hier, bewacht das Ganze. Naja. So geht's ja auch. Mhm. Du warst alarmiert, ich glaube, deswegen gehst du direkt auf uns los. Ich glaube, dann werden wir den nochmal aussaugen. Beziehungsweise mal ansaugen, wir sollen ja nicht töten. So, sehr schön. Zack. Wir könnten den Kran halt noch drehen. Aber warum? Ich habe jetzt quasi alles. Wie kommen wir jetzt da wieder? Achso, ich könnte einfach hier runter, ne? Wir sind zumindest nicht erkannt worden. Ich glaube, das ist aber tatsächlich gar keine so gute Idee. Ich habe jetzt quasi das Ganze wieder verbraucht, was ich da aufgesammelt hatte. Stop right there! Wieso zum Teufel findest du mich hier die ganze Zeit? Ich glaube, der dreht es halt einfach im falschen Moment um. So, tschüss. Acht Brief verlangt. Dann können wir jetzt hier endlich mal raus. Hm.
Da, ich glaube, hier konnten wir hin. Ja, das sieht gut aus. Jetzt solltest nur du uns nicht mehr entdecken. Aber das passt sehr schön. So, hat ja dann doch noch ganz gut funktioniert. So, 5 Erfahrungspunkte. Was macht Recherche Intelligenz? Könnten wir auch mal, oder ich... Ich glaube, ich spare tatsächlich noch ein bisschen auf Schusswaffen. So, hi Leute. Wir müssen jetzt aber erstmal wieder zurück zu den Camarilla. Immer noch zu. Ah ja, das Rätsel werden wir auch noch lösen. Von den zerfledderten Leichen am Pier. Ich glaube, bei Mercurial können wir auch erstmal nicht so viel reißen. Fahren wir direkt nach Downtown wieder zurück. So, guten Tag. Hab ihn. Hier gibt's kein Bier, also lassen Sie es hier weg. Na? Wo kommst du denn her? Creepy and all, but please don't blow me off, okay? Someone told me I could find you here. I mean, I've been looking all over for you since that night. Because I just wanted to... I'm in your debt. I want to help you. I owe you my life, and I feel like I need to repay you. I almost forgot. I'm Heather. Heather Poe. I'm not weirding you out or anything, am I? Ich sehe den Tod nicht mehr über dir schweben. Only because of you, what you did for me. Here, I got you this. I thought you might be able to use it. I can be useful to you. I'd do anything. Just tell me you'll let me help you. Let me stay with you. Make me feel this way. Willkommen. Really? I promise you won't regret it. Promise. I'll get you money, I'll get you things, everything. I want to be important to you. Gut, wir gehen in unsere Wohnung. Niemand darf von dir erfahren, mein Schmusitier. I know where you live. I checked there first. I'll wait for you at your place. And when you do come back, I'll take care of whatever you want. I'd do anything for you. Du füllst die Leere, wo meine Eingeweide sein sollten. Bis später, mein Schmusitier. Ist auch, kann man auch mal zum Partner sagen. Die freuen sich dann meistens. Richtig romantisch hier, unser Malkavianer.
dann werden wir jetzt halt natürlich auch erstmal den unseren Freunden hier Bescheid sagen. Wie viel fehlen hier noch, dass ich das upgraden kann? Schusswaffen wären 9, das wären 12. Okay, also einen Punkt will ich auf jeden Fall noch investieren. Wahrscheinlich auch eine bessere Waffe kaufen und dann versuche ich das mal mit diesen Pestleuten. Beziehungsweise das mit Bruder Krebs. Ganze Blutbad, der Talisman öffnet sich und in ihm liegt der Tod. No kidding. Well, I guess there's gotta be something in there then, huh? The Camarilla's gonna be scraping for answers when this gets out. Hast du auch den Schatten darin gesehen? It's in the air, alright. I've been around longer than most creeps. I've felt the change in the past few decades. It's in the blood. We're racing towards something and picking up speed all the time. Niemand kennt die Wahrheit des Talismans. Okay, so what you saw on the boat, what about that? Conjecture? Old wives' tale? Mass suicide? Think about it. Das Netz ist seltsam und gut gewebt. You see the evidence with your own eye. You're caught up in all this. Tja, meine Augen sehen nicht, wohin diese Straße führt. Noch immer eilig auf das Narrengeheiß. Das muss ich erst mit dem Narren durchkauen. Dann kauen wir das doch mal durch. Na, vielleicht kriegen wir da dann noch die fehlenden Erfahrungspunkte, wenn wir die Quest abgeben. Dass wir dann das mit den Schusswaffen noch hochleveln können. Ich denke immer so, als wäre irgendjemand geknebelt worden. So, hi. Evening, Chief. You back to see Mr. LaCroix again? Warum nicht? Yeah, he told me to send you up as soon as you came in. Lots of people here to see Mr. LaCroix. Nice guy. He seems a little different, though. I wonder if he's... Ah, that's his business. Mein Dank, vollgestopfte Vogelscheuche. Mal nett zu dem Chunk sein. Ding. Hallo Aufzug. I've said all I need to for now. Ach, guck mal, da ist der Ventru-Charakter noch rumgelaufen. Das ist der Standcharakter. Na dann? I don't have time for a monologue. Give me the bullet points of what you saw. Die Docks war mit dem Blut der Seeleute überzogen. And the Ankaran sarcophagus. What did you see? Blutige Hände kochen von innen heraus und hinterließen überall ein wundervolles Muster. Open. Let's not jump to conclusions. Give me the manifest in your notes. I'll sort this mess later. You might have noticed when you came in the parade of malingering mollycoddles filing out. Hmm.
Oh ja, über die zerbreche ich mir schon die geraume Zeit den Kopf. Those with the Primogen, this city's clan elders, a worrisome bunch devoted first and foremost to the security of their own skin, which is why they were here. It seems Alistair Grout, the Malkavian Primogen, has either forgotten how to answer his phone, or is missing. Each minor problem like a grain of sand, each night I inherit the desert. The Sabbat's appearance has put the Primogen on edge. Grout's mansion is in the Hollywood Hills. I need you to pry Grout out of whatever crack he's crawled into and have him contact us. Grout, ich kann diesen Namen nicht finden. Ich sollte nicht gehen. Every problem that's brought to me has to be dealt with. It's the seemingly insignificant, time-consuming trivialities that plague my night. Which is why, when I assign you a simple task, I only want to hear unbridled vehemence on your part. Understood? Welche Preise gewinne ich für diese Tat? My thanks. And that goes a long way in this city. Wohin geht mein Körper? Yes. About Grout. As I said, Grout is the Malkavian Primogen. His behavior and home are eccentric, to say the least. He's developed a paranoid bent lately, so you may have to check under every bed in the place for him. Ich zerbreche mir noch über etwas den Kopf. I suppose I can spare a few seconds. Frage mal Gegenstände. Which is? Okay. Ich nehme meine Fragen zurück und treffe mich stattdessen mit diesem Grout. When we hear from Grout, you may come back. Until then. Ich komme zurück. So, das wären dann hier die Erstgeborenen oder die Leute gewesen. Aber gut, sagen wir auch mal Nines noch Bescheid. Dass der ja nochmal auf dem aktuellen Stand ist. Ich dachte, wir kriegen jetzt die Wohnung. Dass der das noch so lange hinzieht. Ich das dann doch noch irgendwie anders in Erinnerung. Ah, toll, es fehlt aber trotzdem noch einer, ne? Ja. Also zwei Punkte fehlen noch. Dann gehen wir doch, oder? Kann ich hier schon rein? Ist halt die Frage, weil ich glaube, ich die Quest noch nicht habe, ob das jetzt schon auslöst. Help me! Help me! It's got them. It's coming for me now. It's coming for me. Sie haben sich in der Angst verstrickt, kleine Fliege. Sehen Sie die schwarze Witwe? Black Widow. Black Widow. Spiders and flies. Spiders and flies. Ah, die kriegt man nur, wenn man den Prinz nicht verärgert. Ah, okay. Gut zu wissen. Hallo, der 13. Herzlich willkommen. Die schwarze Witwe wartet auf mich. Fliehe nicht, Fliege, denn ich werde zurückkehren. So, dann mal ab nach unten. Achso, das war nachher für später. Ich glaube, den hat es ein wenig zerlegt. Klopf. Da hat sich wohl auch gerade jemand verdünnisiert. So, da hinten ist doch noch was Interessantes.
Ach, noch ein bisschen Morphium. Lecker, lecker. Wir können ja mal nachschauen, was hier so rumbrüllt. Noch mehr Morphium. Ist gerade aufgenommen. Scheint auf jeden Fall so. So. Hier ist leider nicht so viel Interessantes. Aber wir kommen tatsächlich hier unten durch. Dann ist es vielleicht doch interessanter als ursprünglich angenommen. Nö, du kannst da mal weg. Ich frage mich, ob ich jetzt vor oder zurück... Ah, ne. Laufe. Platsch. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Na, meine Liebe. Real terror is not the sight of death. It is the fear of death. What is the fear of death? Terror of the unknown. Is it these eyes you peer into? No. I am not the unknown. You and I are closer kin than you and it were. Das halt auch. So, und sie sieht halt echt aus wie die Frau von dem Mann aus dem Horrorhotel ganz am Anfang. Die hat dort, also, wenn ich das nochmal richtig im Kopf habe, die hat da doch gewisse Ähnlichkeiten mit. Muss die schwarze Witwe die ganzen Fliegen verschwinden? Verschlingen? Child of Malka. You should understand better than any other the debilities of some of these bloodlines. A spider? No, they drink only blood. My own condition is more like the mantis. I must also eat the flesh of these kind to survive. Schwarze Witwen weben seltsam verschlungene Netze im Dunkeln. Wie soll ich dich ansprechen, Witwe? My birth name I tell no one. You may address me as Pisha. Pisha was the name of my companion and lover in a time before my death, 230 years ago. She has no need of it anymore. Warum hast du denn jetzt gerade hier gespannt, Witwe? My stay in this city is transitory. I seek relics of the occult traced here and would trade similar artifacts to acquire them. But if you wish to bargain with me, the kind upstairs must be sent down here. He has seen too much. Die Fliege hat die Spinne gesehen. Sie wird ja nicht freiwillig ins Netz gehen. Tell him this was all a ruse. His friends playing a joke. He will come. He must come down here. If he leaves, the frail disguise we wear for mortals will be seen through. Wird die Witwe die Fliege verschlingen? Eventually. Wie Honig werde ich diese Fliege für dich fangen. So, ich glaube, das kostet mich dann, glaube ich, Menschlichkeit, aber dafür gibt es halt einen Maskeradenpunkt. So, was war das, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe? Aber gut. Ich meine, wir haben ja genug. Überraschung.
Eine Visitenkarte. So. In der Gastschau Haunted L.A. Karte trägt den Namen Simon Milligan. Adresse laut Skyline Apartments 1. In Ordnung. Dann schauen wir da vielleicht gerade nochmal vorbei. So, waren das? Ne, das war das Hellowbrook Hotel. Madämmchen, du gehst hier gerade angenehmerweise in eine dunkle Gasse. Das kommt wie gerufen. Ich brauche nämlich wieder ein bisschen Blut. Dankeschön. Genau, wir haben hier noch war glaube ich auch eine Ghoulin, um die wir uns kümmern sollten. Na? Euch ist niemand zu reden, dann gehen wir tatsächlich mal in den Club rein. Oder? Schau mal, was es hier Schönes gibt. I knew you talked to me. I swear you were all like totally drawn to me. I'm surprised I don't know you. I usually meet all the LA vampires out on the scene. Not a lot of you out tonight, which is weird, because I don't know of any parties going on. Wir sind doch nicht im Film, oder? No, come on. It's totally cool. I'm Patty. Seriously, everyone knows me. Besides, I just wanted to ask you if you've seen someone. Niemanden? Immer, überall, mit unbekannten Namen. His name is Kent Allen Ryan. He's a toreador. Really good looking, dresses really well, like all Prada usually. Oh ja, ein Toreador. Aufgetakelt wie ein Model. Ja, ich habe ihn erblickt. Er stößt mit den altmodischen Maßanzugträgern in San Diego an. Oh, that is totally Kent. He's so like that. I better go find him. He needs my help to do anything. Thanks again. Wenn du wieder bei ihm bist, würde er sich sicher darüber freuen, sein Schmusetier wieder zu haben. So, dann hätten wir sie überzeugt, die Stadt zu verlassen. Offenbar musst du aufgefüllt werden. Kann ich dich trinken? I'm sorry, I like men. Hey, ich bin doch einer. Everybody comes in here's got to have a short house rules. Inhibitions the first thing to go. Two more of these and you'll be telling me your nastiest, dirtiest stories. I am your beef roses and it's time to confess. Gothic-Architektur, Gothic-Farben, Gothic-Klamotten, dann bist du wohl ein... Venus was her name. Got anything you want to confess? Wenn Sünde Schlamm wäre, wäre ich ein Schwein. Aber wird halt schon Schlamm. No matter how many times I hear that line, it never gets any more believable. So what's your thing, Stealing from work, sex in graveyards, watching the neighbor's daughter with the lights off? Es zogen viele Monde vorbei, seit der Wahnsinn nämlich kroch. So
sounds serious. I'm going to need details, so I know whether to pour a Hail Mary or a Highway to Hell. Es waren meine Hände, die das Gebäude in Santa Monica hochjagten. Really? I don't think I've got anything in this place that's going to wash away that sin. But you know what? Fuck it. Nothing exciting ever happens in heaven anyway, right? In der Tat, und ich werde sowieso nie ein Engel. Oh yeah? I've been waiting for someone like you to come in here. You see, I've got this situation that's gotten a little out of hand, and I need someone to inform some people that they won't be getting paid this month. Intrigued yet? Mit lüsternen Ohren. Fahre nur fort. Well, the parking lot next to the Empire Hotel. Couple of guys, Russian accents, bit thick. I need you to tell them Venus doesn't have their money. That's it. Mehr nicht. That's it. Diese Aufgabe entspricht meinem Willen. I expected you'd fight. Empire Hotel, tell them I'm broke. You can run, right? Never mind. Just don't go starting any street fights, all right? These guys aren't connected. Anyhow, a lot of people have yet to confess to the beat freezers. Later, darling. Schnell wie der Wind. So, wie gesagt, können wir hier wieder einiges an Quests angehen. Ihr habt scheinbar auch nichts Neues zu erzählen. Aber dann würde ich, glaube ich, sagen, wir geben mal die Quest noch ab. Hoffen wir mal, dass ich weiß gar nicht, wie es da nochmal von den Anarchen darüber freut. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch zu den Skyline Apartments und dann soll es das auch schon wieder gewesen sein für den heutigen Stream. Und da war das Hotel, das machen wir später mal. Ich glaube, daneben dran wären aber die Apartments. Oder waren die... Ne, hier geht's zum Hotel rein, ne? Da sind die Schläger. Skelter. Ah ja. Danke. Ja, ist halt echt, glaube ich, sehr, sehr... Also gerade die... Dass ich die Anarchenseite gewählt habe, ist echt... Das dürfte schon... Ja. Seit Release eher sein. Letzte Zeit habe ich dann immer die Camarilla gewählt. Und da habe ich halt dann in dem... der Bar nicht allzu viel rumgehangen, nur wenn es halt nötig war. Ach stimmt, hier gibt es bestimmt auch irgendwelche Abkürzungen durch die Hintergassen, fällt mir gerade mal auf. So, mein lieber Skelter. Wir haben was erledigt. So. Cool Patty stellt kein Problem mehr dar. Ghouls ain't nothing but trouble, you ask me. It's a weakness. Sehr gut. Der Nebel verbirgt unsere Art noch immer. Durchgeknallter Skelter, lebe wohl. So, da haben wir jetzt noch genug, um die Schusswaffen hochzuzügeln. Dankeschön. Was ist die Summe von Nines? Came to California to get out of the Dust Bowl during the 30s. Been fighting this fight since the 40s when we kicked out the cannon. I was new to it all back then. Not a whole lot of people from those nights still around. And some of them are. They're just not anarchs anymore. Wer doch der Prinz? Nines, der Prinz von 2004. Roll over, play ball. Give up all we fought for, die for? Do you really think that's an option? Do you really think anybody'd be willing to trade their freedom to become a cog in an elder's game? If you do, then you just don't get it. Time's up. Come around in a few nights if you're still alive. Maybe I'll have time to kill. But I doubt it. Okay, Damsel?
auch nichts Neues, aber ich glaube, wir sollten auch für dich erstmal die Aufträge erledigen. Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal in die Apartments. Und dann sollte es das auch gewesen sein. Obwohl, warte mal, eventuell kriegen wir es auch noch. Ich glaube, das dauert nicht allzu lange, die Typ zu überzeugen. Machen wir das vielleicht auch noch gerade. Ich glaube, das reicht tatsächlich, den einfach kurz anzusprechen. Hier war auch noch, glaube ich, irgendwas später. Werden wir dann sehen, welche Quest uns dahin führen wird. Ah, hier haben wir einen Platz. Skyline Parts wird bei 2. Wir sind da. Gut. Dann bin ich auf dem richtigen Weg. Ach genau, das war direkt neben dem Hotel. In Ordnung. So, dann schauen wir doch mal. Milton war es, glaube ich. Oder Milligan? Ich glaube, zu Milton müssen wir aber auch noch. Milligan ist es, okay. Er ist auf Apartment 1. Oder auf Ebene 1. Milligan war, glaube ich, der Typ, den Dings gesucht hatte. Den Kilpatrick gesucht hatte. Ah. Hallöchen. Ich glaube, der hatte sich oben versteckt, ne? Erwischt. So, ihre Freunde sind im Unterleib des Fleischhospitalsflieger. Ein Überschatz auf ihre Kosten. Really? A joke? A joke! A joke, right? Oh, real funny. Oh, you got me good. I'm going to hurt some people very badly. Nehmen Sie ihn auch für mich die Beichte ab. So, ich glaube, das gibt einen Maxeradenbonus dann wenigstens noch. Ja. Aber ja, da wir die eh komplett voll haben, passt das soweit, ja. Das ist kein Buch, das wir mitnehmen können. So, noch eine Fotografie. Noch einen Rechner. Was hat es mit der Fotografie auf sich? Ein verwackeltes Foto. Sieht nach einem Nosferatu aus. Sollten wir dann vielleicht auch mal noch wegbringen. Aber ja, ich würde sagen, dann machen wir hier tatsächlich mal einen Schnitt.
beenden wir die heutige Session. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Schreiben hier im Chat und auch fürs nachträgliche Anschauen auf YouTube nachher. Von daher, ja, ich freue mich drauf, wie es weitergeht. Mal gucken, wie weit wir beim nächsten Mal kommen werden. Wird, glaube ich, ganz witzig. Und dann schlaft schon mal gut. Macht's gut, danke fürs Dabeisein und ciao, ciao.